Das allerletzte, was ich gehört habe, ist, dass einer der Sanitäter sagte, halt ihren Kopf, sonst stößt er gegen die Treppe. Ich hatte eine doppelte Hirnblutung und passiert ist das Ganze in der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober. Ich bin 52 Jahre alt und ich hatte überhaupt keine Vorboten und habe mich auch nie zugehörig gefühlt zu der Risikogruppe jener Menschen, die einen Schlaganfall ereilen könnte. Im Krankenhaus war es ja so, dass die Ärztin auch gesagt hat, lebensbedrohlicher Zustand, rechnen Sie mit allem. Und dann fahren Sie nach Hause, ja, was heißt das jetzt, ne? Rechnen Sie mit allem. Der besondere Punkt in Heidberg ist, dass wir sozusagen die Kombination haben aus einer sehr guten Akutbehandlung und dann eben auch die Möglichkeit einer sehr frühen und sehr intensiven Rehabilitation. Meine größte Sorge war natürlich intellektuell beeinträchtigt zu sein und meine zweitgrößte Sorge war sprachlich beeinträchtigt zu sein. Vielleicht mein Mundwinkel noch hängt oder so, also gerade weil mein Mann da auch sehr ehrlich war und mir das auch rückgemeldet hat, dass es so war am Anfang. Das Gehirn ist lernfähig und die Rehabilitation ist letztlich Lernen. Wieder Lernen von Bewegung, wieder Lernen von Sprechen, Gleichgewicht, bestimmten Dingen, die man so für das tägliche Leben braucht. Das wird trainiert in der Rehabilitation. Dann war das mein größtes Bestreben, wieder laufen zu können. Es ist ganz, ganz hilfreich, auf Menschen zu treffen, auf Therapeuten zu treffen, die einem das sagen, dass es wieder möglich ist, all das wieder bewegen zu können und es wieder genauso einsetzen zu können, wie man es vorher auch konnte. Die Erholung von Frau Krentscher ist schon besonders und von daher hat sie letztlich eine gute Prognose gehabt, aber sie ist noch besser sozusagen geworden, als eigentlich erwartet.